bei der Gärtner, bei Janos Maratti, bei den exotischen Pflanzen zu fangen und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu fangen und wie es weitergeht. Schaut in die Videobeschreibung, da ist Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Twitch und TikTok. Schreibt mir gerne in die Kommentare, schaut Kanalinfo, da ist mein Alter und Geburtsdatum. Und Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok und meine Homepage. Und ein YouTube-Kanal ist da verlinkt. Ein Kollege von mir macht gute Videos. Lasst ihm bei ihm einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und schaut bei ihm vorbei. Und am Ende des Videos kannst du 3 Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, überall auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram, überall. Und hier haben wir das Hochbeet und die Obstbäume und alles Mögliche. Schaut so schön aus. Ja. Hier haben wir die Zucchini. Da drinnen schaut so gut aus, riesig. Schaut da. Und hier haben wir den Kürbis. Der wächst da überall bis da rüber. Und hier haben wir den Maronibaum, Dattelpalme, Balkonblume, Granatapfel. Der Granatapfel taugt ihm nicht. Orange, Olive, Mandarine. Der Granatapfelbaum ist der schönste von allem. Schaut eigentlich auch gut aus. Ja. Den Weinbergpfirsich habe ich zurückgeschnitten. Er hat dieses Jahr keine Früchte. Der Kiwi wächst wie verrückt. Physalis wird ein Baum, er macht Seitentriebe, endlich. Da habe ich das gestern angesehen, da haben wir die Maracuja stehen und die Tomaten und Paprika und Papaya, Kokosnuss, Ananas, alles mögliche und Bromelie. Die Kaktusfeige kriegt einen neuen Austrieb. Und die Bromelie geht's auch prima. Ja. Schaut auch schön aus. Die Stinkepflanze schaut gut aus. Ist ein riesiges Blatt. Ja, und da haben wir die Bananen. Schaut auch ganz gut aus. Verdammt riesig. Und die Kartoffel und die mein Experiment mit die Kokosnuss sind noch nix. Litschi und Datteln sind auch gekeimt. Und die Maracuja sind gekeimt. Ja. Die Papaya. Da haben wir 2 davon. Da mal die groß ziehen. Ja, schaut so aus. Da ist der Kürbis, hängt da dran. Sitze jetzt viel besser. Da macht das eine Blatt weg und den Stiel ein bisschen weg. Ja, da treibt der Weinberg für sich wieder aus. Schaut auch ganz gut aus. Ja, da macht er überall neue Triebe, da kommen neue Früchte, der verfault, da hängen die Gurken, hängt eine Gurke dran, da hängt auch noch ein Kürbis, überall hängt ein Kürbis. Da ist eine Biene drinnen, was bestäubt gerade, seht ihr?
Kann man super beobachten. Das habe ich nämlich noch nie gesehen. Ausgärtner. So schaut das Ganze von oben aus. So. So schaut es von drinnen aus. Ganze Tomaten. Da sind auch die Tomatenpflanzen. Die wachsen auch ganz gut. Hier. Da, die Wassermelone lebt noch. Da hängen die Tomaten dran. Kann man nicht voll. Und die Hortensie und die Rose. Und da haben wir die zweite Hortensie. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch, schaut in die Videobeschreibung, schreibt es mir gerne in die Kommentare, schaut Kanalinfo, schaut bei i vorbei und am Ende des Videos kannst du drei Videos andrücken und mein Logo andrücken und abonnieren. Teilt das Video mit eurer Freunde, Familie, überall auf Facebook, auf WhatsApp, auf Instagram und schaut auf meine Homepage vorbei und auf den YouTube-Kanal, was mein Kollege macht. Schaut bei dem vorbei und lasst bei ihm einen Daumen nach oben da und ein Abo da. Bis zum nächsten Video.